Ja, liebe Freunde der Akkordeonmusik, wir hoffen, Ihnen hat unser Auftakt hier gefallen und wir werden gleich weitermachen mit Evergreens der 1980er. Doch lassen Sie mich zuvor ein paar wenige Gäste ganz besonders unter uns begrüßen. Lieber Paul Schröder, dir ein herzliches Willkommen hier unter uns als ehemaliger erster Vorsitzender und als unser Ehrenpräsident. Er hat die Menninger Küche groß gemacht. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen auch an dich, lieber Erik Tünnemann, als unser ehemaliger Dirigent in Begleitung mit deiner Melanie. Und mit den Akkordeonisten von Idesheim, Ittel und Hofweiler verbindet uns eine ganz besondere Freundschaft. Schön, dass Sie auch wieder heute unter uns seid. Herzlich willkommen. 1984 präsentierte Leonard Cohen seinen wohl berühmtesten Song Halleluja. Der Liedtext selbst spielt mit jüdischen, christlichen und buddhistischen Motiven. Er wurde bisher in unzähligen Variationen auf unzähligen Hochzeiten gespielt und gesungen. Es scheint wohl daher das perfekte Kirchenlied zu sein. Wir aber präsentieren Ihnen diese Musik hier und heute. Titel Nummer 2 könnte nicht gegensätzlicher sein. Damals im Jahre 1982 sang Udo Jürgens erstmal in seinem Refrain seines großartigen Hits: Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt zu sein und allen Zwängen fliehen. Ob jung oder schon etwas lebenserfahrener, wer von uns hätte nicht auch einmal Lust darauf und wer von Ihnen kennt diesen Song nicht? Mit Titel Nummer 3 geben wir dann noch einmal so richtig Gas und präsentieren Ihnen den Kinokassenknüller der 80er. Irene Cara wurde mit diesem Hit weltbekannt. Der gleichnamige Film erzählt die Geschichte der jungen Alex, die tagsüber in einem Stahlwerk arbeitet und nachts als Tänzerin in einer Bar. Erst verliebt sie sich in ihren Chef und dann könnte auch noch ihr großer Traum wahr werden. Eine Karriere als Profitänzerin. Das Vortanzen an einer Akademie wird zur Chance ihres Lebens. Schnell muss Alex sich entscheiden, wie sehr ist sie bereit, für ihren Traum zu kämpfen. Eine epische Liebesgeschichte für einen unvergesslichen Kinoabend. Sozusagen Gänsehaut pur. Hoffentlich jetzt auch musikalisch für Sie mit Flashdance, unserem dritten Titel der 80er. Wir wünschen beste Unterhaltung.